Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zur Logistics Summit 2022 hier in Hamburg. Rund um das Logistics Summit Team, rund um Hanna und Hendrik, gibt es mit Sicherheit viel Freude, endlich hier in Hamburg angekommen zu sein, wo die Reise eigentlich starten sollte. Hamburg, ganz klar, ein logistisches Schwergewicht. Das ist ohne jede Frage und der Dreh- und Angelpunkt einiger Lieferketten, die Sie bestimmt auch haben. Doch bevor wir in die große, weite Welt gucken, möchte ich ganz gerne mit Ihnen erstmal ein bisschen regionaler starten. Was Sie sehen, ist eine Apfelkiste ganz, und die kommt aus dem alten Land. Wer hier nicht so ganz ortskundig ist, das ist die Elbe aufwärts Richtung Stade. Da befindet sich das alte Land. Dort gibt es viele Obstbauern. Und dort sind die Lieferketten dann doch etwas einfacher und vielleicht auch ein bisschen gemütlicher als das, was wir tagtäglich zu bewältigen haben. Das ist ganz einfach. Entweder Sie fahren direkt zum Hof, kaufen sich dort Ihre Äpfel oder im Umland von 200 bis 300 Kilometer werden die Äpfel und anderes Obst dann auf die Märkte gebracht und Sie können dort Ihre Produkte regional einkaufen. Woran liegt das, dass das so einfach ist? Zum einen, ohne das Produkt abwerten zu möchten, ist es vielleicht nicht so ganz komplex. Und zum anderen ist der Bedarf rund um das Produkt, wo es eben auch produziert wird, da. Das heißt, es ist einfach nicht so schwierig, Äpfel an den Mann zu bringen. Und manchmal wünschte ich mir, dass alles so einfach wäre. Unsere Realität sieht jedoch anders aus. Wir sind schon gar nicht mehr in Lieferketten unterwegs. Wenn wir ehrlich sind, sind es Netzwerke von vielen Geschäftspartnern, die alle zusammenarbeiten müssen und jeder seinen Teil dazu beitragen muss, damit die Logistik so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Da sprechen wir von Lieferanten, Produzenten, Transportdienstleistern, wie ich gestern gelernt habe, auch Labelhersteller. Die sind gar nicht so unwichtig in unserer ganzen Kette. Und das Zusammenspiel aller Geschäftspartner macht es aus, dass wir am Ende eine erfolgreiche Logistik haben. Jetzt ist es natürlich so, dass wir Produkte haben, die durchaus sehr komplex sind und alleine das Produkt schon dazu beiträgt, dass unsere Lieferketten dasselbe sind. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Ich gehe mal davon aus, dass jeder oder zumindest die meisten von Ihnen so ein Gerät in der Tasche hat. Nicken, keine Reaktion, alles noch früh am Morgen, ne? 10 Uhr. Wir starten gleich richtig durch. 2020 wurde geschätzt, dass 70% der Weltbevölkerung so ein Smartphone verwendet hat. Das sind 5,4 Milliarden User, die entsprechend ein Gerät verwenden. Dabei ist es unabhängig, welche Marke oder Betriebssystem, das soll mal ganz dahingestellt sein. Was Sie da jedoch in der Tasche haben, ist aus logistischer Sicht ein kleines Wunder und ist die Endstufe einer sehr komplexen Kette. Wenn wir das Ganze mal runterbrechen, und das Ganze ist nur ein Auszug, wohlbemerkt, nur ein Auszug. Ich habe keinen, also es ist keine Vollständigkeit hier, ja, aber ich möchte mal ein paar Beispiele nennen. Wenn wir das Ganze mal runterbrechen und einfach nur mal gucken, von wo überall die Rohstoffe herkommen. Dann haben wir da Rohstoffe, die kommen aus Ostafrika, beispielsweise Ruanda und Uganda. Wir haben Rohstoffe, die kommen aus Argentinien und Chile. Das Ganze wird dann irgendwo in Komponenten zusammenmontiert, die wiederum auch weltweit hergestellt werden. Sie haben die LCD-Bildschirme, die aus Taiwan kommen. Sie haben beispielsweise die Prozessoren, die aus Texas kommen. Gehärtetes Glas aus Kentucky. Die Bewegungssensoren, die kalibriert und hergestellt werden in Deutschland. Sie haben die Chips aus den Niederlanden. Summa summarum, doch einige Komponenten, die irgendwie zusammenkommen müssen, hergestellt werden, verschifft, verpackt und dann zur Endmontage gebracht werden. Diese Endmontage wiederum, die passiert häufig in den Ländern China und Vietnam. Warum erzähle ich Ihnen das Ganze? Weil es doch sehr komplex ist, was wir dort in der Tasche haben. Und eine namhafte Uni aus den USA hat herausgefunden, dass wenn sie alle Transportabschnitte dieser ganzen Lieferkette mal zusammenpacken würden und zu einer Strecke bilden würden, dann kämen sie damit einmal zum Mond und zurück. Und dann müssen wir uns ja nicht wundern, dass wenn Sie und ich solche komplexen Produkte A besitzen und zum anderen auch
einige von ihnen selber herstellen, dass da die Logistik manchmal an ihre Grenzen kommt und dass wir doch als Resultat, so wie wir es auch in den letzten Monaten gesehen haben, durchaus auch brüchige Lieferketten haben. Und da kann man jetzt sagen, okay, was machen wir damit? Können wir gar nichts machen? Ist aber nicht richtig. Der erste Schritt, was wir zum Beispiel schon mal machen können, ist die Lieferanten zu analysieren. Welche Lieferanten haben Sie denn tatsächlich in Ihrem Portfolio? Was sind Lieferanten, und nur als Beispiel Lieferanten rausgenommen, was sind Lieferanten der Lieferanten? Wo liegen die? In welchen Gebieten finden wir diese? Wenn Sie beispielsweise ein Produkt aus den USA, wie zum Beispiel dieses gehärtete Glas, benötigen für ihre Produktion, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Lieferanten gibt, die in den Südstaaten von den USA liegen, recht groß. Das einhergehend damit, dass wir vielleicht auch so eine Saison haben, die sich Hurricane-Saison nennt, könnte man das Ganze weiterspinnen und vielleicht können Sie in Ihrer Risikoanalyse schon feststellen, dass Sie in den ein oder anderen Monaten vielleicht auch nochmal auf andere Lieferanten zugreifen sollen. Aber sind wir dazu überhaupt in der Lage? Sind Ihre IT-Systeme überhaupt in der Lage, diese Vielfalt abzudecken? Sind Sie in der Lage, das zu durchblicken und gegebenenfalls auch andere Entscheidungen zu treffen? Wir werden sehen. Machen wir als Konsumenten eine Risikoanalyse? Weiß Gott nicht. Das Einzige, was wir wollen, ist Verfügbarkeit. Und wenn wir die Verfügbarkeit haben, bitte auch eine Vielfalt. Wir möchten Produkte in allen Größen, Formen, Farben. Ein einfacher Joghurt oder sagen wir mal 5 verschiedene Auswahl, das ist ja quasi, also das ist ja schon ein leeres Regal, damit können wir nicht mehr um. Dabei würde die Reduktion von Vielfalt schon dazu beitragen, die Komplexität unserer Lieferketten zu reduzieren und dieses ganze Wirrwarr, was wir machen, vielleicht auch zu vereinfachen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Experten, die ganz hervorragend damit umgehen können. Und in dem ganzen Gemenge aus Vielfalt, Produktions- und Transportplanung sind wir im Moment angehalten, die IT-Systeme unserer Zukunft zu erstellen. Das ist leichter gesagt als getan, denn in der Technologiewelt, in der wir uns befinden, kennen wir die Ausbaustufe der Technologie, die wir aktuell einsetzen und zukünftig durchdenken können, gar nicht. Und um den Druck noch zu erhöhen, das sind ja auch die IT-Systeme, die zukünftig ihre wirtschaftlichen Erfolge sichern sollen. Dass der ein oder andere sich wünscht, jetzt schon in Rente zu sein, kann ich gut nachvollziehen. Nichtsdestotrotz müssen wir den Herausforderungen angehen. Und wenn wir die IT sehen und gucken, was sich da entwickelt, ist das schon enorm. Als Beispiel nehme ich die Bilderkennung. Ich werde da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, was die Bilderkennung kann. Mein Kollege René wird heute Nachmittag da ein bisschen mehr zu sagen. Ich behalte mir vor, einfach Ihnen mal mitzuteilen, dass die Bilderkennung und die Erfolgsquote von Maschinen in den letzten 10 Jahren so viel besser geworden ist, dass sie mittlerweile auch den Menschen übertrifft. Und das ist dem einen oder anderen nicht bewusst. Wenn ich Sie fragen würde, wie viel Bilderkennung Sie in Ihren logistischen Prozessen jetzt für die Zukunft einbinden, dann sind das ganz wenige Unternehmen, die dann vielleicht an der einen oder anderen Schraubstelle denken, okay, hier könnte ich das gebrauchen. Insgesamt müssten wir doch alle, um Logistik-Weltmeister zu bleiben, darüber nachdenken, wo wir solche neuen Technologien einsetzen. Und das ist erst der Anfang, zumindest aus meiner Sicht. IT entwickelt sich exponentiell. Und wenn Sie, genauso wie ich, vielleicht nicht so ganz ein Mathe-Ass sind, habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht. Und zwar das mit dem Reisschachbrett-Beispiel. Der ein oder andere kennt es, der ein oder andere hat es vielleicht schon gehört, da gibt es eine ganze Legende zu. Das werde ich Ihnen nicht erzählen, aber ich werde es einmal auf dem kurz zusammenfassen. Es geht darum, Sie haben ein Schachbrett und von Feld zu Feld verdoppeln Sie immer die Reismenge. Das heißt, Sie fangen an bei 1, 2, 4, 8, 16, fast auf der Bühne nicht mehr rechnen können. Gerade noch so geschafft. Jeder von uns kriegt das noch hin. Aber irgendwann geht es halt steil bergauf und danach sind wir vielleicht nicht mehr in der Lage, das zu machen. Im Feld 18
sind wir ungefähr bei der Apfelgröße. Sie erinnern sich an den Apfel aus dem alten Land. Da ist das alles noch relativ überschaubar und wir können uns vorstellen, dass wir da die entsprechende Reismenge haben. Bei Feld 45 sind wir allerdings schon, und ich kann jetzt leider nicht vor die Bühne gehen, aber Sie sehen da den Turm, angelehnt an den Alex in Berlin. Sie kennen den Hohen Turm. Bei Feld 45 wären wir schon bei einer Reismenge, die so hoch ist, dass dieser Turm darin versinkt. Und wenn wir dann weitergehen und am Ende des Schachfelds angekommen sind, dann sind wir an einem Punkt, wo Sie fast den Reisberg aus dem All sehen können, denn dann hat das Ganze nämlich schon die Menge des Mount Everest. Wenn nicht sogar des Himalaya-Gebirges. Naja, Sie müssen es entschuldigen, ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Wenn Sie es auf jeden Fall dann nochmal überlegen, dass Sie das Ganze, und das ist ja nur ein Schachbrett, ich meine, die Mathematik macht bei Schach kein Ende, sondern es geht ja weiter. Wenn Sie es dann auch nochmal verdoppeln, dann sind Sie irgendwann bei einer Menge von kleinen Planeten. Jetzt müssen wir uns doch fragen, wo befinden wir uns eigentlich auf dieser Linie? Sind wir ganz am Ende oder eher am Anfang? Die meisten von Ihnen werden mir vermutlich keine Antwort geben. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Aber ich denke, dass wir eher am Anfang, wenn nicht in der Mitte sind, aber ganz sicher nicht am Ende. Denn es gibt eine Sache, die wurde gerade erforscht und die wird noch vieles verändern. Und das ist dieses Gerät hier. Wer von Ihnen hat das schon mal gesehen? Weiß, wovon ich hier rede? Ganz zögerlich, der eine oder andere leicht die Hand gehoben. Das Ganze ist ein Quantencomputer. Und da werden gerade irre viele Gelder investiert, um dieses Gerät weiter zu erforschen. Zuerst war es nur Theorie, mittlerweile existieren die ersten im Labor und die ersten Testversuche laufen schon. Da ich nicht davon ausgehe, dass sie im Keller einen Quantencomputer haben, ist das trotzdem unsere Zukunft. Wenn wir nochmal aufs Smartphone zurückkommen, 2007 gab es diese Szene, wo jemand ein Smartphone vorgestellt hat und dann einfach gewischt hat. Und ich weiß noch, wie wir gedacht haben, oha, jetzt haben wir die Revolution. Und sowas Ähnliches wird hier auch passieren. Wenn es einfach Quantencomputer uns zur Verfügung stehen, die im Moment Berechnungen durchführen oder die zukünftig Berechnungen durchführen können und vor allem auch mathematische Probleme lösen können, bei denen wir im Moment noch gar nicht in der Lage sind, können Sie sich vorstellen, dass wir irgendwann weit über den Mount Everest hinausgehen. Jetzt denken Sie, okay, das habe ich alles noch nicht, dann bleibt alles wie beim Alten. Ist vielleicht auch nicht die richtige Reaktion, denn man könnte ja schon mal die ersten Schritte gehen, um den Mount Everest zu besteigen. Und die ersten Schritte, da helfen wir Ihnen ganz gerne bei. Mein Name ist Olga Winterhoff, ich komme von der Abbott AG, ich bin da Teil der Geschäftsleitung. Und wir befassen uns zum einen mit Prozessen, mit IT. Wir sind ein SAP-Beratungshaus aus Bremen und wir sind Hersteller einer MES-Software. Das heißt, solche Gedankenspiele, die ich gerade versucht habe anzureißen, die machen wir uns tagtäglich und überlegen, wo die Zukunft so hingeht. Und gerne nehmen wir sie auch mit, um dann herauszufinden, wie wir das bei Ihnen im Unternehmen einsetzen können. Die Folien überspringe ich jetzt mal ein bisschen schneller in Anbetracht der Zeit und konzentriere mich eher darum, worum es geht, wenn Sie jetzt auf dem Weg der intelligenten Logistik sind. Jetzt haben Sie hier so ein paar Schritte, die Sie gehen können, um herauszufinden, wie machen Sie das eigentlich. Zwei davon sind mir heute besonders wichtig. Zum einen, dass Sie sich darauf konzentrieren, was Sie eigentlich erreichen wollen. Was sind denn Ihre Kernkompetenzen oder was ist in Ihrer Logistik für Ihre Unternehmen wichtig? Und wenn ich das mal breiter mache und nicht nur auf die Logistik eingehe, was ist in Ihrer Produktion wichtig? Und wenn Sie das wissen, dann können Sie sich die Frage stellen, welche Technologien muss ich einsetzen, um genau diese Ziele zu unterstützen. Erstmal soweit so gut, klingt einfacher als es ist. Denn was passiert und vor allem auch in Konzernen passiert, ist häufig, dass das Unternehmensziel nicht im Mittelpunkt steht. Dass das Nebenrauschen eben vielleicht auch mal Überhand nimmt. Sie wollen eigentlich ein NDA unterschreiben und kriegen 10 Seiten Marketingfolien und hier und Nachhaltigkeit und Philosophie und eigentlich wollen Sie doch nur über das reden, was tatsächlich wichtig ist. Und dieses Grundrauschen auszublenden und sich darauf zu konzentrieren, was Sie eigentlich machen wollen, das ist die Herausforderung. Und jetzt ist es so, dass wir dann natürlich sagen, okay, können wir die Produktion vielleicht und die Logistik neu erfinden?
ein Einsatz, den wir als Berater häufig, und das haben wir schon immer so gemacht. Und das funktioniert ja auch. Ja, es funktioniert vielleicht auch gut und es hat auch vielleicht funktioniert, aber vielleicht wird es in Zukunft nicht funktionieren oder vielleicht gibt es Unternehmen, die ein bisschen schneller und flexibler denken und dann im Endeffekt dann doch einen Vorteil daraus ziehen, weil sie dann doch die Bilderkennung eingesetzt haben. Das dritte ist das Verbinden. Und hier ist es so, dass Sie alle schon mal in irgendeinem, gehe ich mal davon aus, in einem Vortrag waren, wo es um 4.0 geht. 4.0 irgendwas, Produktion, Logistik, irgendwas. Natürlich müssen wir darauf achten und durchdenken, inwieweit wir Produkte und Prozessschritte miteinander verbinden und hier den Informationsaustausch wirklich sicherstellen können. Also was ist es denn nun, was uns voranbringen wird? Aus meiner Sicht ist es zum einen die Skalierung. Und da rede ich sowohl von Produkten als auch von Applikationen. Wir müssen in der Lage sein, beispielsweise bei Applikationen, es hinzukriegen, dass sie auf eine Art entwickelt und einfach sind, dass man sie schnell und einfach skalieren kann. Es bringt nichts, wenn Sie super Applikationen bauen, die dann gegebenenfalls für 2 Leute gut greifbar sind, aber im Großen und Ganzen nicht funktionieren, weil es beispielsweise zu viel Detailwissen erfordert. Manchmal ist eine 80%-Lösung doch am Ende hilfreicher, weil es von vielen genutzt werden kann, als sich darauf zu konzentrieren, es so zu perfektionieren, dass 120%, was es ja nicht gibt, aber 100% erreicht werden. Kommunikation mit internetbasierten Devices geht in dieselbe Richtung wie die 4.0 und die Industrie der Zukunft. Auch hier können Sie darüber nachdenken, in den IT-Systemen, die Sie jetzt für die Zukunft entwerfen, wie sollen denn zukünftig beispielsweise Paletten mit einem LKW oder Ähnliches kommunizieren? Das kann ich ja nicht wissen, mein Transportdienstleister, ich habe so viele und dann habe ich am Ende 5 und dann muss ich das mit jedem Einzelnen absprechen. Ja, die ersten Schritte sollten Sie jetzt gehen. Und wenn Sie am Ende des Tages mit Ihrem Haupttransportdienstleister eine Lösung geschafft haben und dann x% schon mal abdecken und dadurch einen kleinen Vorteil gewinnen, dann haben Sie halt eben genau das, nämlich einen Vorteil. Und bei allem Fokus auf die Technik kommt jetzt der Punkt, der ja auch so spannend oder der zumindest angekündigt worden ist, und das ist der Punkt Flexibilität. Natürlich passen Prozesse und Flexibilität nicht unbedingt zusammen, weil man macht ja immer einen geraden Ausfall und wenn das passiert, soll das passieren und Ähnliches. Aber vielleicht müssen wir da an der einen oder anderen Stelle umdenken. Und mein Schwenker geht hier auf den Menschen. Denn ohne Flexibilität und ohne den guten Einsatz von Ihren Mitarbeitern gewinnen Sie keinen Blumentopf. Eine KI selber oder ein IT-System alleine wird Ihnen den unternehmerischen Erfolg nicht sichern. Aber wie können Sie denn jetzt mit den IT-Systemen es schaffen, Ihre Flexibilität zu erhöhen? Und da ist die Kernfrage, die ich Ihnen stelle, wie viel Entscheidungen überlassen wir denn unseren Mitarbeitern? Welche Hilfsmittel stellen Sie Ihren Mitarbeitern zur Verfügung, dass diese überhaupt in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen? Und die meisten Unternehmen, in denen ich bin, die haben immer nur, wenn das passiert, soll XY passieren. Aber was ist, wenn in der Komplexität unserer Lieferketten mal was schief geht? Dann haben wir auf der einen Seite unsere Mitarbeiter in so kleinteilige Aufgaben gebracht, dass sie gar nicht mehr denken müssen. Und auf der anderen Seite haben wir dann Probleme, von denen wir ausgehen, dass diese doch ganz einfach gelöst werden, weil er muss ja nur mal eben irgendwie sich was ausdenken und das dann schon regeln. Aber wenn man nicht von vornherein darauf achtet, dass man den Mitarbeitern genug Möglichkeiten zur Verfügung stellt, dass sie eben auch diese Entscheidung treffen können, wie sollen sie das dann tun, wenn es mal wirklich schwierig ist? Wenn ich allerdings im Vorfeld meinen Mitarbeitern, indem ich ihnen beispielsweise sowas wie eine KI oder Ähnliches zur Verfügung stelle, die befähige, in kleinen Teams kleine Einheiten zu bilden, die dann in solchen Situationen, wenn es mal schief geht, in der Lage sind und dem auch gewillt sind, Entscheidungen zu treffen, dann habe ich gegebenenfalls Mitarbeiter, die bereit sind, auch mal den Karren aus dem Sand zu ziehen.
Also ist das vielleicht eine Frage, die Sie für die nächsten 2 Tage mitnehmen können? Inwieweit kann ich denn meinen Mitarbeitern auch mehr Freiraum lassen? Inwieweit kann ich meinen Mitarbeitern mehr Möglichkeiten geben, auch mal darauf zu reagieren, wenn ein Lieferant in der Hurricane-Saison nicht liefern kann? Welche Möglichkeiten gebe ich dann aus der IT heraus zu sagen, okay, nimm die anderen 3 Mitarbeiter und du, die anderen 3 Lieferanten und du als Mitarbeiter bist auch gewillt und gefähigt, das zu entscheiden. Die Alternative dazu ist der Satz, und den finde ich relativ traurig, und doch habe ich ihn schon gehört: Olga, ich werde hier nicht fürs Denken bezahlt. Und wenn das Ziel ist, dass wir unsere Aufgaben so kleinteilig gestalten in der Logistik, dass es unseren Mitarbeiter austauschbar macht, dann haben wir nämlich nichts erreicht und schon gar nicht eine Flexibilität, die notwendig ist, damit wir erfolgreich sind. Um mal ein bisschen konkreter zu werden, können Sie Folgendes einsetzen. Das ist ein KI-Modell. Und am Ende, Sie haben da verschiedene Agenten, und am Ende des Tages trifft die KI oder hilft die KI dabei, Ihnen eine Entscheidung zu geben und gibt Ihnen bestimmte Rahmenparameter vor. Wenn du hier oder da links oder rechts abbiegst, dann hast du die Möglichkeit, dein Ziel zu erreichen. Und da sind wir wiederum wieder gefragt, erstmal die Unternehmensziele überhaupt festzulegen und diese auch an unsere Mitarbeiter zu kommunizieren. Und wenn Sie das haben, dann können Sie die KI und dann können Sie IT nämlich vernünftig einsetzen und sagen, alles klar, es ist Weihnachtszeit und es ist mir besonders wichtig, dass wir jetzt eine Liefertreue haben. Und wenn wir das erreichen, dann muss die KI eben berechnen, was dafür notwendig ist, dass ich diese Liefertreue erreiche, um das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Das mag Weihnachten eine Entscheidung sein, das Unternehmensziel kann aber sich auch variieren. Sie können auch sagen, was muss geleistet werden oder was muss verändert werden, um möglichst wenig Transportkosten zu haben. Sie können auch sagen, das Ziel ist, Sie wollen eine Produktion starten und bestimmte Materialien sind nicht verfügbar. Was kann ich denn noch wie lange und in welchem Umfang produzieren? Was muss ich vielleicht auch umstellen, damit ich noch produzieren kann, ohne dieses Material und mein Band längere Zeit nicht stillsteht. Und auch da wiederum bringt es nichts, wenn Sie nur sagen, ja, jetzt haben wir eine KI. Sie brauchen auch hier wieder Mitarbeiter, die in der Lage sind, diese Flexibilität eben auch umzusetzen, gegebenenfalls auch mal einen anderen Schritt zu tun, einen anderen Aufgabenschritt nacheinander zu packen. Also wenn Sie Ihr IT-System jetzt gerade ausrichten, und das ist nur ein Beispiel mit der SAP, aber wir kommen halt aus einer SAP-Welt, warum sollte ich hier andere Produkte aufzählen, dann würde ich Ihnen empfehlen, beispielsweise die Business Technology Plattform mit einzubinden. Denn die hat nämlich schon bestimmte Grundservices da, die Sie verwenden können, die Sie mit Ihren Mitarbeitern trainieren können, um eben beispielsweise Ihre Unternehmensziele und die entsprechende Flexibilität zu halten. Ein weiteres Hilfsmittel, was Sie Ihren Mitarbeitern an die Hand geben, ist sowas wie so ein vernünftiges Auswertungstool. Da hätten Sie beispielsweise die Analytics Cloud. Was ich häufig höre ist, na, wir machen erstmal das ERP-System und dann kümmern wir uns irgendwann um die Auswertung. Bis das dann aber eingeführt ist, womit arbeiten Ihre Mitarbeiter dann? Dann haben Sie im schlimmsten Fall einen Kundenauftrag nur als Beispiel, den Sie nachher genauso anlegen wie vorher, mit einer schöneren Oberfläche. Was haben Sie denn dann gewonnen? Vermutlich nicht so viel. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Systemlandschaft sich überlegen, dann denken Sie doch einfach auch vielleicht darüber nach, was wird es tatsächlich, die IT, was brauche ich, um das Ganze zu verbessern? Was brauche ich, damit diese brüchigen Lieferketten dann im Endeffekt dann doch nicht entstehen? Und was brauche ich, um meine Mitarbeiter zu befähigen, auch Entscheidungen zu treffen? Und dann brechen wir es runter, und das ist relativ einfach. Das Erste ist vermutlich erstmal zu reflektieren, was habe ich überhaupt, was möchte ich überhaupt, wo will ich hin und was sind meine Nebengeräusche, die ich ausblenden kann. Ein einfaches Mittel dafür ist, mit Ihren Mitarbeitern zu reden, zuzuhören und zu verstehen, wo sie herkommen, und im umgekehrten Fall auch zu erzählen, was sind eigentlich Ihre Unternehmensziele. Und dann ist es das, was vielleicht dann doch am Ende das Schwierigste ist, dann auch entsprechend zu handeln und Ihren Mitarbeitern zu vertrauen, Ihre Unternehmensziele auch umzusetzen. Und wenn Sie dabei Hilfe brauchen oder noch Fragen haben, sind wir gerne für Sie da. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Vielen, vielen Dank, liebe Olga. Bevor ich irgendwelche Fragen stelle, die vielleicht mehr oder minder qualifiziert sind, erstmal natürlich die Frage an die vielen Leute, die hier zugehört haben. Hat jemand eine Frage, die wir beantworten können im Rahmen des Vortrags? Panik? Okay, keine Fragen. Das ist okay. Vielleicht von meiner Seite, ne? Also grundsätzlich verstanden, Strategie ist irgendwie das A und O und daran sollte man sich auch orientieren. Strategie definiert man ja häufig auch über Daten und versucht herauszufinden, was sind so die Datenpunkte, die ich habe, um herauszufinden, was kann ich eigentlich in der Zukunft machen. Du hattest auch eine Datenplattform gezeigt, eine BI-Analytics-Plattform. Braucht man denn eigentlich aus eurer Sicht dedizierte Funktionen, die sich damit auseinandersetzen, Daten auszuwerten? Also oft ist es ja so, Daten, das werden immer mehr und es werden auch immer komplexere Daten, die muss man auch richtig interpretieren. Ist das aus deiner Sicht eine Funktion, die man im Unternehmen braucht oder ist das jemand, was so jemand so nebenbei machen kann, der ein bisschen einen Plan hat? Also, ob man die im Unternehmen braucht oder nicht, das kann ich nicht so ganz beantworten. Und jetzt ist mein Mikro weg. Da ist es wieder. Was man auf jeden Fall wissen muss, ist, und das braucht man im Unternehmen, herauszufinden, was will ich überhaupt analysieren? Was ist denn eigentlich meine Anforderung? Und wenn meine Anforderung klar ist, dann habe ich entweder eine Abteilung, die das gut und gerne machen kann, oder ich habe jemanden, der das für mich tut. Aber den nicht in den ganzen Daten rumstochern zu lassen und dann gegebenenfalls das herauszufinden, was eigentlich meine Kernfrage ist, das ist das Wichtige. Erstmal ist mein Bauchgefühl und meine Annahme von dem, was ich quasi schon immer getan habe, ist das überhaupt richtig? Und das runterzubrechen und diese Fragen dann an die Spezialisten zu geben, das wäre meine Empfehlung. Mhm. Ob die dann nun selber im Unternehmen sind oder nicht, vielleicht kann man sich den einen oder anderen auch gar nicht oder will sich den auch gar nicht leisten, weil es eben nicht zur Kernkompetenz gehört. Ja, ja, ja. Wenn man Daten sammelt, dann geht man erstmal von den eigenen Daten aus. Ne? Es ist aber gleichzeitig natürlich auch relevant zu verstehen. Wir hatten ja auch, oder du hattest ja auch über Lieferketten gesprochen. Wie kann ich denn den Zugang zu den Daten von meinen Lieferanten beispielsweise sicherstellen? Gibt es da Daten? Wahrscheinlich gibt es ja Daten, die mich beeinflussen in meiner Entscheidungsfindung, die mir helfen würden, wenn ich diese Daten denn bekomme. Wie gehe ich mit der Datentransparenz da um und welche Hürden gibt es da? Ja, also häufig ist es erstmal so, dass man bestimmte Sachen auch nachfragen kann. Wenn es bei bestimmten Materialien oder bei bestimmten Komponenten immer wieder zu Störungen kommt, und das erkenne ich natürlich nur, wenn ich meine eigenen Daten erstmal analysiere, wenn ich weiß, wo ist denn tatsächlich der Bruch in meiner Lieferkette, dann kann man mit bestimmten Lieferanten auch einfach sprechen und sagen, okay, das haben wir ermittelt. Wie kommen wir denn aus der Misere? Mhm. Und dann ist es meistens so, dass ich zumindest festgestellt habe, dass viele Partner in diesem Logistiknetzwerk natürlich ein Interesse haben, da gemeinsam dran zu arbeiten und zu sagen, okay, lass uns diesen Punkt mal angehen, weil am Ende hilft es keinem Lieferanten, wenn das Band stillsteht. Du hast das sowohl im Vortrag gesagt, als auch jetzt nochmal so ein bisschen bestätigt, auch im Hinblick auf die externen, dass Kommunikation ist am Ende irgendwie Richtig. Der Kerntreiber. Absolut. Du kannst so viel Strategie machen und Daten machen, wie du willst. Richtig. Wenn du nicht miteinander sprichst mit deinen Leuten intern und extern, dann Richtig. Kommt keiner zum Ergebnis. Und wenn die IT sich die allerbesten Prozesse und Systeme ausdenkt, aber dem Fachbereich nicht sagt, was da alles möglich ist, dann haben wir auch nicht gewonnen. Also da müssen halt einfach bestimmte Partner in dem ganzen Netzwerk miteinander sprechen und erzählen, was es für einen neuen heißen Scheiß gibt, sonst kann der andere das halt nicht verwenden. Quintessenz für mich, und sprecht einfach miteinander. Vielen, vielen Dank, Olga. Sehr gerne.